schnell noch die Küche auf Vordermann bringen. Ich bin ja gleich auf der Party eingeladen und ich will vorher alles ordentlich haben. Tada! Die Küche ist perfekt. Schnell noch ein Bad nehmen, damit ich gut rieche. Dann mein Kleid anziehen und dann geht's schon los zum Friseur. Ich freue mich so auf heute Abend. Echt hammer mega nett, dass mir Elsa dieses wunderschöne Kleid geliehen hat. Das passt perfekt zum Motto. Das Motto heute Abend ist nämlich Waldfee. Jetzt brauche ich nur noch eine Waldfeenfrisur. Ich bin bereit für einen neuen Look. Wo soll es denn heute Abend hingehen? Was ist das denn für eine Feier? Eine Waldfeen-Motto-Party. Dafür brauche ich eine totale Veränderung. Also du hast wirklich sehr schönes blondes Haar. Aber möchtest du, dass ich dir die Haare färbe? Ja, auf jeden Fall. Welche Farbe denn? Blau? Ach, blau passt nicht zum Kleid. Grün sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Was hältst du von lila? Oh, geht vielleicht auch pink? Ja klar geht pink. Dann färbe ich dir die Haare jetzt pink. Möchtest du auch einen anderen Haarschnitt haben, Barbie? Ja, gerne. Etwas kürzer vielleicht? Oder soll ich dir die Haare flechten, frisieren? Was möchtest du? Ja, auf jeden Fall gerne etwas kürzer. Na gut, dann starten wir mal mit dem Haare schneiden. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen. Nur wenn ihr Friseure seid. So, die Haare sind schon mal geschnitten. Vielleicht möchtest du dich schon mal in einem Spiegel anschauen, Barbie. Hier. Wow, die sind viel kürzer als vorher. Aber ich bin zufrieden, sieht toll aus. Und jetzt kommt noch die farbliche Veränderung. Damit dein Kleid nicht dreckig wird, habe ich hier mal so ein Tuch vorbereitet. Das wickeln wir einmal um deinen Körper rum. So. Das ist ein schönes Pink. Und als erstes werden die Haare gut nass gemacht. Genau, den Kopf einmal in den Nacken. Kann man die Färbung hinterher auch wieder rauswaschen? Ja, ich mache das nur mit Haarkreide. Das kannst du dann einfach wieder rauswaschen bei der nächsten Haarwäsche. So, die Haare sind jetzt richtig gut nass. Und jetzt kann ich mit meiner Haarkreide da drüber gehen. Die Haarkreide kann man auch gut vorher noch ein bisschen anfeuchten. So, die oberste Schicht ist jetzt schon pink. Dann hebe ich die Haare ein bisschen hoch und färbe da drunter weiter. Wow, wenig später sieht Barbie echt völlig verändert aus. Die Haare sind im Moment noch feucht. Ich werde die mal ein bisschen durchkämmen und dann müssen die nur noch trocknen und dann ist dein neuer Look echt perfekt, Barbie. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich gespannt, was meine Freundinnen sagen werden. Wow, also mir gefällt das wirklich richtig gut. Was sagst du dazu, Barbie? Was sagt der Blick in den Spiegel? Wow, ich find's so schön. Das passt perfekt zu der Motto-Party. Und wenn ich mir die Haare bald wieder auswaschen kann, ist das ja gar nicht schlimm. Ich habe gesehen, du hast ganz viele Farben. Ja, schau mal. Ich habe hier eine Palette mit ganz vielen Farben
Und wenn du magst, kann ich dir beim nächsten Mal die Haare auch nochmal in einer anderen Farbe färben. Das war jetzt heute das Pink. Aber vielleicht brauchst du für irgendeine Party mal grüne Haare oder vielleicht lilane Haare oder vielleicht mal braune Haare. Komm gerne immer wieder vorbei in meinem Friseursalon. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß heute Abend bei der Party. Es kann losgehen und ja, tschüss dann. Ciao, ich mach mich auf den Weg. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr meinen neuen Look findet. Soll ich meinen Look bald nochmal verändern? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Tschüss!